Cybersecurity oder IT-Security ist eine Herausforderung. Jedoch muss man auch hier sachlich bleiben und auch erkennen, dass die gleichen Herausforderungen, die sich jetzt in der Automatisierungstechnik zunehmend stellen, in der klassischen IT-Technologie bereits gelöst sind. Man muss sie nur anwenden. Und das ist im Moment noch nicht überall der Fall. Das heißt, Automatisierungssysteme waren bisher nicht immer so designt oder gestaltet, dass sie diesen Herausforderungen auch tatsächlich begegnen konnten, weil sie auch diesen Herausforderungen nicht gegenüberstand. Das wird aber durch die Verschmelzung von IT und OT zunehmend stattfinden und deswegen muss man das dann am Ende auch beherrschen. Wird aber letztendlich dazu führen, dass man bestimmte Dinge in der Architektur von Automatisierungssystemen ändern muss, damit IT-Security zu 100% gewährleistet ist.